dem Kollegen Pascal Arimon das Wort geben. Sie, cher Präsident. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Einen schönen guten Abend, Frau Ferrero. Ich werde in Deutsch weitersprechen. Ich möchte mit Ihnen über grenzüberschreitende Zusammenarbeit sprechen. Sie kennen wahrscheinlich sehr gut das Programm Interreg. Interreg heißt Brücken entstehen lassen, nicht nur welche bauen, sondern auch freundschaftliche Brücken über die Grenzen hinweg, mit dem Ziel, gemeinsame Lösungen für geteilte Probleme zu finden. Interreg hilft damit nicht nur unseren Bürgern, nationale Grenzen in welcher Hinsicht auch immer weniger stark zu sehen und zu spüren, sondern letztlich auch der EU, diese EU als weniger abstrakt wahrzunehmen. Es ist umso bedauerlicher, dass die Kommission für die künftige Förderperiode eine Kürzung dieser Mittel von derzeit 10,2 Milliarden auf 7,4 Milliarden vorgeschlagen hat. Das ist eine Kürzung von 30%. Als Berichterstatter für Interreg nach 2020 stimme ich Ihrer schriftlichen Antwort daher nicht zu, wenn Sie sagen, dass dies moderat oder adäquat sei. Im Gegenteil. Wir sollten gerade jetzt, wenn wir mit zunehmendem Nationalismus konfrontiert sein, eher mehr Geld als weniger investieren, damit Grenzen überwunden werden. Daher meine Fragen: Habe ich Sie an meiner Seite, um mit dem Rat um eine zumindest Beibehaltung des aktuellen Betrages zu kämpfen? Zweite Frage: Wie stehen Sie zu dieser Component 5, dieser interregionalen innovativen Investments? Finden Sie die Idee gut, dass diese Component 5 in den EFRE-Fonds verlagert werden soll? Und als dritte Frage: Wie stehen Sie zu dem Unterprogramm Interreg Europe, das die vorherige Kommission oder die aktuelle komplett gestrichen hat? Dankeschön. Dobrigada. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, nur eine kurze Korrektur. Ich habe nicht ges also in meinen schriftlichen Antworten habe ich nicht gesagt, dass die Reduzierung adäquat ist. Ich habe gesagt, der Vorschlag ist adäquat angesichts der Einschränkung. Ich habe nicht gesagt, dass die Reduzierung adäquat ist. Ich habe gesagt, der Vorschlag ist adäquat. Das ist ein Vorschlag, habe ich gesagt, an dem man arbeiten kann. Ich verweise auf das, was ich eben gesagt habe. Ich habe gesagt, die Kommission hat ja gerade erst globale ambitiöse Werte definiert. Und es geht ja nicht darum, jetzt die Ausarbeitung des neuen Rahmens zu verlangsamen. Zu Interreg. Interreg ist ein höchst spannendes Programm, zweifelsohne. 1990 und ein bisschen danach arbeitete ich an den Kooperationsprogrammen in Nordgalizien, also auf spanischer Seite. Das war eine fantastische Erfahrung. Ich denke, die Kommission hat überhaupt nicht die Absicht, Interreg irgendwie zu kürzen. Wir müssen alle möglichen Ansätze miteinander vereinbaren, damit Interreg beibehalten wird. Ich denke, wir sind auch bereit, das zu tun. Ich kann das jetzt nicht Zeile für Zeile durchdiskutieren, die Bedingungen des Programms, die Bedingungen der Flexibilität. Ich kann nur sagen, alles spricht dafür, dieses Programm, die Erfahrungen im Zusammenhang mit Interreg zu fördern und zu steigern. Das ist ein höchst wichtiges Projekt. Während vieler Jahre in der Vergangenheit gab es physische Grenzen und politische Grenzen, die auch Grenzen waren für das Zusammenleben von Menschen, die sich eigentlich physisch nahe sind. Und jetzt haben wir höchst spannende und positive Beispiele für das Funktionieren von Interreg. Also ja, lautet die Antwort. Vielen Dank für die Antwort. Ich würde auch Ihren letzten Satz auf eine aktuelle Situation übertragen, und das ist der Brexit. Interreg wird unter anderem sehr massiv von dem Vereinigten Königreich benutzt. Dort werden unter anderem 500 Interreg-Projekte vorangetrieben. Im Rahmen des Rücktrittsabkommens, von dessen Ratifizierung wir nach wie vor sehr weit entfernt sind, hat sich Großbritannien zu einer ständigen Teilnahme an grenzüberschreitenden Programmen zwischen Nordirland und Irland verpflichtet. Eine Beteiligung für die Zeit danach ist unklar, und noch viel unklarer ist, wenn auf Halloween ein ungeregelter Brexit stattfinden würde.
Gerade hier in dieser historisch problematischen Grenzlage trägt Interreg, glaube ich, maßgeblich dazu bei, Probleme gemeinsam zu lösen, miteinander Dinge zu organisieren und miteinander zu sprechen. Teilen Sie meine Meinung, dass eine Budgetkürzung bei Interreg die Programme, Projekte und die Beziehungen dieser Region tatsächlich auch gefährden würde? Und was passiert? Gibt es einen Plan B in der Kommission, falls es zum Hard Brexit kommt? Ja, es ist wirklich sehr schwierig, den Brexit zu planen. Das sehen wir hier und auch in anderen Dossiers. Das ist sehr schwierig und sehr komplex. Wir wissen nicht genau, was die Konsequenzen eines harten Brexit sind. Wir wissen, dass ein sofortiger Plan vorbereitet wird unter Nutzung des Europäischen Solidaritätsfonds. Wir wissen, dass das alles so ausgearbeitet wurde, damit eine Nothilfe bereitsteht, gerade auch für die Länder, für die Regionen an der Grenze, die direkt betroffen sind von einem harten Brexit. Wir denken da insbesondere an die betroffene Bevölkerung. Der harte Brexit ist überhaupt nicht wünschenswert. Wir wollen nicht, dass er eintritt, aber wenn er eintritt, dann müssen wir natürlich alle Kooperationsprogramme, auch Interreg, wieder auf den Prüfstand stellen. Zurzeit haben wir einen Plan für ein unmittelbares Eingreifen und hier gibt es Mittel für Nothilfen, zum Beispiel die Zollsysteme, phytosanitäre Systeme, Hilfen für Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten oder Personen, die jetzt Probleme haben. Sie haben eine Warnung ausgesprochen, aber jetzt kann ich noch keine Antwort geben, denn niemand weiß ganz genau, was ein harter Brexit bedeutet und unter welchen Bedingungen ein harter Brexit eintreten kann. Aber wir werden da aufmerksam sein. Danke.